Wer kennt es nicht, die Knie der Kinderhose sind mal wieder kaputt und nach mehrmaligem Flicken werden diese bei uns dann zu kurzen Hosen. Und aus dem abgeschnittenen Hosenbein kannst du noch diesen genialen Flaschenhalter machen. Schneide dafür das Hosenbein an der Naht einmal auf. Schnapp dir anschließend eine Flasche oder die Flasche, die nachher in diesen Halter rein soll, und messe dir einmal grob ab, wie groß die Öffnung sein soll. Außerdem passt du dir noch die Höhe an. Nun klappst du dir die obere Kante zweimal um, bügelst diese Kante und steckst sie fest. Und nun nähst du dir diese Kante einmal knappkantig ab. Ich nutze dafür einen Dreifachgeraddichter, damit er etwas stabiler ist. Nun geht's an die Deko der Tasche. Ich nehme dafür Bügelbilder und Labels und platziere diese erst nach Wunsch und bügel das Bügelbild fest und nähe anschließend das Label einmal auf. Ich habe dir diese Bügelbilder übrigens in der Infobox einmal verlinkt. Nun platzierst du dir deine Flasche einmal auf der rechten Seite des Stoffes und steckst die Stoffkanten zusammen. Diese Naht wird jetzt ebenfalls mit einem Dreifachgeradstich geschlossen. Überschüssigen Stoff schneide ich ab und die Kante kann man nun mit der Overlock oder mit einem Zickzackstich deiner Nähmaschine versäubern. Vergesse nicht das Verriegeln am Anfang und Ende der Naht. Wende den Stoff nun auf die richtige Seite und platziere noch einmal die Flasche darin. Schnapp dir nun ein Stück Gurtband, was etwas breiter ist als die Flasche, und flämme die Enden einmal an bzw. schmelze die Kanten, damit diese nicht ausfransen.
Steck die Kanten nun in den Boden des Flaschenhalters und stecke dir diese mit Klammern fest und nähe sie an. Schnapp dir nun ein längeres Stück Gurtband. Du kannst es entweder auf die Länge des Kindes direkt anpassen oder du nimmst ungefähr einen Meter. Damit bist du eigentlich ganz gut dabei. Dieses Band wird dann an die innere Seite der oberen Kante gesteckt. Auch diese nähst du dann wieder fest. Nun entfernst du noch die überschüssigen Fäden und fertig ist der Flaschenhalter aus einem alten Jeanshosenbein. Kommentier doch gerne mal, ob dir diese Idee gefallen hat und du sie nachnähen möchtest und abonniere gerne meinen Kanal für weitere Nähideen und damit du kein Video mehr verpasst.